Wahrhaftig, brudelte unser Hampelmann vor sich hin und ging weiter. Wahrhaftig, wir arme Kinder ziehen immer den Kürzeren. Jeder kann uns ausschelten. Die ganze Welt will uns Ermahnungen geben. Bald meinten alle, dass sie unser Vater und unser Lehrer seien. Alle zusammen sind sie sich doch darin gleich, auch das Lispelheimchen. Zum Beispiel, ich habe jetzt nicht auf sein Jammergeheul gehört und gleich sagt es mir ein Unglück voraus. Räuber sollen kommen. Auch das noch. Ich glaube nicht an Räuber und habe nie im Leben daran geglaubt. Die guten Väter erfinden die Räuber, weil sie den Kindern Angst machen wollen, damit sie nachts nicht vor das Haus gehen. Schließlich, wenn ich jetzt wirklich Räubern auf der Straße begegnete, so wollte ich erst recht keine Angst kriegen. Nicht daran zu denken, auf sie los würde ich gehen und sie anbrüllen. Meine Herren Räuber, was wollt ihr von mir? Mit mir wird nicht gespaßt. Verstanden? Marsch, weiter und verzieht euch, geräuschlos. Die wollte ich laufen sehen, aber gesetzt der Fall, dass sie unhöflich genug wären, um stehen zu bleiben, dann machte ich mich auf die Beine und... Bengele konnte den Satz nicht vollenden. Hinter ihm raschelte es in den Büschen. Er drehte sich um und erblickte zwei Gestalten, die noch dunkler waren als die stockfinstere Nacht. Sie glichen wandelnden Vogelscheuchen und standen schon vor dem Hampelmann. »Die Räuber, wahrhaftig«, dachte Bengele. Schnell steckte er die vier Goldstücke in den Mund und nahm sie unter die Zunge. Sonst wusste er, sie nirgends zu verstecken. Dann lief er davon, aber er hatte keine drei Sprünge gemacht. So fühlte er schon seinen Arm festgehalten und hörte zwei hohle Stimmen grausig brummen. »Das Geld heraus! Sonst bist du verloren!« Mit den Goldstücken im Munde konnte Bengele nicht reden. Er stellte sich darum dumm und gab den Räubern mit allerlei Zeichen zu verstehen, dass er ein armes Hampelmännchen sei und keinen roten Heller in der Tasche habe. Aus den Kutten der Räuber sprühten die Augen wie die hellen Lichter einer Eisenbahnlokomotive. Die geriebenen Burschen kümmerten sich um Bengeles Geflunker nicht und sagten, »Mach vorwärts, keine langen Geschichten!« Der Hampelmann drehte den Kopf hin und her und fuchtelte mit den Händen ärger wie bisher. »Heraus, das Geld, oder du musst sterben«, drohte nun der Größere von den zwei Räubern. »Sterben«, wiederholte der andere. »Nachher geht es an deinen Vater.« »Nein, nein, tut meinem armen Vater nichts«, rief Bengele verzweiflungsvoll. Dabei klirrten die Goldstücke im Munde. »Schlechter Lump, unter der Zunge hast du die Goldstücke versteckt. Gleich spuckst du sie aus.« Bengele blieb fest. »So, du willst nicht? Pass auf, du wirst gleich spucken.« Die Räuber gingen daran, dem Hampelmann den Mund aufzupressen. Sie legten ihn auf den Boden. Der Kleinere stellte sich über Bengeles Kopf und hielt ihn mit beiden Händen an der langen Nase, indes der Größere mit aller Gewalt den hölzernen Unterkiefer abwärts zu drücken suchte. Aber des Hampelmanns Mund war von gutem Holze und schloss dicht wie eine scharfe Beißzange. Auf diese Weise war es unmöglich, ihn zu öffnen. Er schien verschraubt und vernietet. Dann nahm der kleine Räuber ein Messer heraus und wollte es dem Hampelmann wie ein Stemmeisen zwischen die Holzlippen treiben. Ungeschickt fasste er das Messer mit der einen Hand ziemlich vorn an der Klinge. Bengele erkannte seinen Vorteil. Blitzschnell schnappte er nach des Räubers Hand und biss sie glatt durch. Er spuckte aus und wunderte sich sehr, dass er keine Menschenhand, sondern etwas Haariges wie eine Pfote abgebissen hatte. Die Räuber waren verblüfft. Bengele aber bekam durch seinen Erfolg neuen Mut. Mit einem Sprunge setzte er über den Straßenzaun und nun ging's im vollen Lauf fort über die Felder. Die Räuber rannten hinter ihm drein wie rasende Hunde hinter einem armen Häslein. 3 Stunden dauerte schon das wilde Jagen. Dem Bengele ging allmählich der Atem aus. Schon schien ihm alles verloren, als er im letzten Augenblick einen einzeln stehenden hohen Tannenbaum gewahrte. Rasch kletterte er am glatten Stamme empor, bis an die ersten Äste und stieg dann durchs Gezweige bis zum höchsten Gipfel. Auch die Räuber wollten hinaufklettern, aber kaum waren sie zur Hälfte am Stamm emporgeklommen, so rutschten sie zurück, fielen auf den Boden und hatten sich Arme und Beine wundgeschürft. Deshalb gaben die Verwegenen aber ihre Arbeit nicht auf. Rasch sammelten sie in den Hecken einen Büschel dürres Reisig und zündeten es an der Wurzel des Baumes an. Die Flammen leckten schon am Stamme empor und ergriffen die untersten Äste. Die Räuber stellten sich 20 Schritte vom Baum zurück und warteten auf den Erfolg ihres Werkes. Bald musste der Hampelmann im dicken Rauche ersticken und tot zur Erde fallen. Bengele sah sein Schicksal voraus.
Die Todesangst trieb ihm zum Äußersten. Er sprang auf der den Räubern entgegengesetzten Seite von der schwindelnden Höhe herab, und der Todessprung gelang. Ohne Schaden kam er auf den Boden im weiten Abstand von seinen zwei Feinden. Diesen Vorteil nützte der wackere Hampelmann aus und rannte sofort weiter in die Felder hinein. Die Räuber setzten ihm unverzüglich nach und wurden gar nicht müde. Lichterloh brannte indes die Tanne in der Nacht hinein und erhellte wie eine Riesenkerze auf eine weite Strecke das Land. Allmählich dämmerte der Morgen, und Bengele gelangte unversehens an einen breiten, tiefen Graben. Er war bis oben voll schmutzig gelben Wassers. Was anfangen? 1, 2, 3, zählt unser Hampelchen, nimmt einen Anlauf und springt hinüber. Die Räuber wollten es ihm nachtun, aber sie hatten sich verrechnet. Plumps fielen sie mitten ins Wasser. Bengele hörte das Aufschlagen und schrie ihnen höhnisch zu. »Glück auf zum Bade, ihr Hirnräuber!« Dann rannte er gleich wieder weiter. Er hoffte, die Räuber seien ertrunken, aber als er sich umdrehte, sah er, wie sie ihm schon wieder nachsetzten. Sie steckten immer noch in ihren Säcken, und das Wasser tropfte daraus in Strömen auf den Boden. Bengele verlor den Mut. Er wollte sich auf den Boden legen und alle Hoffnung aufgeben. Da schaute er sich noch einmal um und erblickte in weiter Ferne ein kleines weißes Haus. Es lag in einem grünen Wiesengrunde am dunklen Waldessaume. Hell glänzten die Fenster im Lichte der aufgehenden Sonne. »Hätte ich doch nur noch genug Atem«, dachte Bengele, »an jenem Häuschen dort werde ich gerettet.« Mutig versuchte der verfolgte Hampelmann noch einmal zu laufen. Er spannte seine letzten Kräfte an und kam nach einer halben Stunde keuchend vor dem Häuschen an. Zum Tode erschöpft pochte er an die Türe. Niemand gab Antwort. Er klopfte stärker, denn schon hörte er die Schritte und den schweren Atem der Verfolger. Wieder blieb er still. Voller Verzweiflung schlug der hölzerne Hampelmann mit dem Kopfe und mit den Füßen an die Türe. Da zeigte sich am Fenster ein schönes Mägdelein. Es hatte goldenes Haar und ein Gesicht so zart und weiß wie eine Wachsfigur. Seine Augen waren geschlossen, die Hände über der Brust gekreuzt und die Lippen zu bewegen mit einer Stimme aus der anderen Welt, sagte das holde Kind, »Es wohnt niemand in diesem Hause. Hier sind alle tot.« »Dann mach doch mir auf«, rief Bengele und weinte zum Erbarmen. »Ich bin auch tot.« »Auch tot? Wie kommst du dann ans Fenster?« »Ich warte auf den Sarg, indem man mich vorträgt.« Damit verschwand das Mägdelein, und das Fenster ging zu, ohne jeden Laut. »O schönes Kind im goldenen Haar«, rief Bengele, »um des Himmels willen mach mir auf, erbarme dich des armen Knaben, dem die Räuber nachsetzen«, wollte er sagen. Da hatten sie ihn schon, und die zwei wilden Stimmen knurrten. »Jetzt kommst du nicht mehr davon.« Der Hampelmann sah den Tod vor sich und zitterte so entsetzlich, dass seine Holzgelenke an den Beinen krachten und die Goldstücke im Munde klimperten. »Nun«, sagte der Räuber, »machst du jetzt den Mund auf oder nicht? So, du gibst keine Antwort? Auch gut. Diesmal werden wir schon mit dir fertig.« Sie zogen zwei schreckliche, lange, scharfe Messer heraus und wollten sie Bengele in die Seite stoßen. Aber der Hampelmann war aus so hartem Holze geschnitzt, dass die Stahlklingen in die Stücke brachen und die Räuber mit dem bloßen Messergriff in der Hand sich sprachlos anstarrten. »Ich hab's«, meinte schließlich einer von ihnen, »wir müssen ihn aufhängen.« »Aufhängen«, kam der andere nach. Sie banden ihm die Hände auf den Rücken und schleppten ihn fort in den Wald. Dort war ein Baum, der über alle emporragte und dem man nur die große Eiche hieß. Die beiden Unholde legten Bengele einen langen Strick um den Hals, warfen das freie Ende über den untersten Ast des Baumes und zogen den Hampelmann in die Höhe. Dann setzten sie sich ins Gras nieder, um zu warten, bis der Hampelmann ausgehampelt hatte. Aber nach 3 Stunden hielt Bengele immer noch die Augen offen und den Mund geschlossen. Ja, er strampelte und hampelte ärger denn je. Die Räuber wurden des Wartens müde, standen auf und riefen dem armen Kleinen zu. »Adieu, unsterblicher Zappler! Morgen früh kommen wir wieder. Bis dahin wirst du das Maul schon aufsperren.« Weg waren sie. Jetzt erhob sich ein brausender Nordwind. Der pfiff und heulte durch die Äste und Blätter und schlug den armen, aufgehängten Bengele nach allen Seiten um den Baum herum. Er baumelte wie der Klöppel einer Kirchenglocke am Sonntag.
Das Pendeln machte ihm große Schmerzen. Die Schlinge um den Hals ward immer fester. Sie schnürte ihm die Kehle zu und nahm ihm den Atem. Die Augen wurden ihm trübe. Er fühlte den Tod nahe. Er fühlte den Tod nahen. Aber immer noch hatte er Hoffnung, dass jemand komme und ihn befreie. Er hoffte und hoffte, aber es kam niemand. Da fiel ihm sein lieber Vater ein und fast sterbend hauchte er noch: »Vater, lieber Vater, wenn du nur hier wärest!« Mehr konnte er nicht mehr sprechen. Er schloss die Augen, öffnete den Mund. Die Beine hingen ihm unbeweglich zu Boden. Er schüttelte sich noch einmal und dann